Ein herzliches schönen Tag wünsche ich euch allen. Wir sind mal wieder live. Wir sind bei Folge Teil 41 in meiner, soll ich sagen, Corona-Serie mit Tipps und Tricks. Und heute habe ich ein Interview mit Daniel Stricke. Da freue ich mich sehr. Ich habe ihn angesprochen. Er hat auch einen YouTube-Kanal. Er versucht auch ein bisschen aufzuklären, was seine Motivation ist, wie er das Ganze sieht und vieles mehr. Werden wir sicher jetzt gleich live sehen. Da würde ich ihn herzlich begrüßen. Hallo Daniel. Hallo Roger, vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir haben uns entschlossen, das auf unser Mitteldeutsch zu machen. Wir sind ja beide aus der Schweiz, aber wir doch einige aus Österreich und Deutschland haben, die uns zuschauen, haben die dann auch oftmals reklamiert, wenn wir Dialekt sprechen, dass sie uns nicht verstehen. Ganz genau. Vielleicht, bevor wir richtig anfangen, magst du dich mal kurz vorstellen, dass die Leute wissen, wer du bist? Also ich bin Daniel Stricker, 49 Jahre alt. Ich bin Unternehmer von Beruf. Ich schaffe im Bereich Immobilienhandel und ich bin in dieses, genau, ich habe viele verschiedene Dinge vorher gemacht und ich bin eigentlich ein Serial Entrepreneur, wenn man so sagen will, aus ganz verschiedenen Branchen unterwegs. Aber dieses Corona-Ding hat mich jetzt, hat alles stillstehen lassen. Also nicht nur das Business selber, die Immobilienbranche ist im Totalstillstand. Niemand will kaufen, niemand will verkaufen. Und so habe ich gedacht, ich nutze meine Zeit, um mich der Recherche zu widmen. Und dann habe ich eben gemerkt, was da dahinter steckt oder beziehungsweise, dass dieser Coronavirus nicht so schlimm ist und habe eben auch meinen Kanal, den ich schon seit 14 Jahren habe, den ich früher für Religionssatire verwendet habe, wieder aktiviert und habe angefangen eben zu posten über Corona, die Situation, all die Aspekte, die es involviert. Okay. Also über die Sachen werden wir sicher noch diskutieren. Im Chat wird es schon sagen, super schade, dass dies nicht alle machen. Patsy, heute zusammen, schön seid ihr da. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die gerne stellen. Ich werde schauen, die entweder am Ende oder zwischendurch auch Daniel die Frage zu stellen. Also ohne weiteres Fragen stellen, herzlich willkommen. Wie die Le meisten Leute wissen oder die, wo neu dazukommen, da hat es ein Kryptowelt-Logo bei mir. Wieso ist das so? Ich missbrauche diesen Kanal momentan ein bisschen, weil ich ja vor allem in der Kryptowelt und in Blockchain unterwegs bin und habe schon über 400 Videos gemacht. Und da ich jetzt da diese Community auch nutze, um momentan Corona-Themen aufzugreifen und die Leute eventuell auch aufzuklären. Wenn wir schon dabei sind, hast du Bitcoin schon was zu tun gehabt? Weißt du, was es ist, oder? Ja, ich habe eine tragische Anekdote zu erzählen diesbezüglich. Es muss, ich weiß nicht mehr, 8 Jahre oder so her gewesen sein. Ich weiß nicht mehr genau den Zeithorizont, aber damals war ein Bitcoin etwa 38 Dollar. Oh. Und da habe ich einen Nachmittag damit verwendet, herauszufinden, wie ich das kaufen kann. Und chaotisch, wie ich bin, ich habe wirklich 3, 4 Stunden investiert und ich war einfach zu doof. Ich wollte für 1000 Franken Bit oder 800 Franken, habe ich gedacht, kaufe ich Bitcoins, also etwa 20 wären es gewesen. Und ich hatte den Bett hingeschmissen und dachte, diese Scheiße. Ich habe nicht mehr dran geglaubt, weil ich dachte, wenn es so kompliziert ist, den Mist zu kaufen, dann kann das ja nicht sein. Und Also, du ja. wolltest vor 8 Jahren wirklich mal um circa 20 Bitcoins kaufen und hast es dann sein lassen. Genau, weil ich nicht wusste, wie. Ich muss aber auch sagen, wenn ich sie gekauft hätte, wäre es wahrscheinlich noch tragischer gewesen, weil ich hätte vergessen, auf welchem Speicher ich Ja, und diese dann Codes oder was plötzlich. sind, abgespeichert gehabt hätte und hätte es wahrscheinlich dann einfach noch tragischer in einem irgendwo verloren dann. Also von daher bin ich nicht so traurig darüber. Man muss sagen, die, die das nicht wissen, mit dem Bitcoin ist es so, wenn du den sogenannten Private Key hast, das ist diese PIN, den man selber verwalten kann. Wenn du diesen verlierst, dann sind all deine Bitcoins verloren, du hast keinen Zugriff mehr. Und das ist bei vielen Leuten passiert, wo Bitcoin vielleicht noch bei einem Dollar war oder 2 Dollar oder was auch immer. Da gibt es Geschichten von einem Schweden, der hat die Private Keys auf einem PC gehabt und dann auf die weggeworfen und hat dann versucht, diesen wiederzufinden. Und der Also hat, am glaube ich, Schrottplatz oder so, gell? ja, genau. Und dann, das ging dann, ja. Man schätzt, dass zwischen 15 und 20% aller Bitcoins schon nicht mehr verfügbar sind. Also einfach die, die das jetzt keine Ahnung haben, das ist ein reduziertes Asset von 21 Millionen. Also nachher gibt es keine mehr. Einfach das nur so am Rande. Aber jetzt kommen wir mal grundsätzlich auf das Thema. Ich habe ja, wir können das ja mal kurz zeigen. Ich schalte mal schnell rüber. Das ist dein YouTube-Kanal, Stricker TV. Du hast da angefangen mit einem sehr provokativen Bild, wo du die Bundesräte und ich glaube, es waren Eisenstangen vorne platziert hast.
Ich glaube, das ist so der Start gewesen. Das ist auch bei deinem Trailer so. Magst du ganz kurz erzählen, wie diese Geschichte verlaufen ist? Ja, es ist so, dass als der Shutdown passiert ist, da fiel ich aus allen Wolken und bin dann 3 Tage später nach Schweden geflüchtet. Also ich bin da ins Flugzeug gestiegen. Es war wirklich wie Zombie-Apokalypse Tag 2. Der Flughafen war wie leer gefegt. Also es war alles richtig leer. Es hat nur noch etwas Putzequipe und ein, zwei Flight Attendants, die man im ganzen Flughafen sah. Beim Check-in auch alles leer geräumt. Beim Flug selber etwa 20, 30 Leute, alle außer mir mit Masken. Es war lächerlich, also aus meiner Perspektive war es lächerlich. Und dann bin ich nach Schweden geflogen und dort war alles schön. Aber Schweden, ich bin nicht ein sehr extrovertierter Typ, auch wenn mir die Leute nie glauben. Es ist recht schwer, da Leute kennenzulernen, und weil die Schweden sind noch introvertierter als wir Schweizer. Und so ist es gewesen, dass ich dann mich auch ziemlich gelangweilt habe. Und dann habe ich angefangen, einfach mit meinen Facebook-Folgs, die ich habe, ein bisschen zu streamen. Und hat sich das ergeben. Und auf YouTube bin ich dann erst etwa eine Woche, zwei, ich glaube, erst als ich aus Schweden zurück war, habe ich das dann angefangen, auch auf YouTube zu posten. Und seitdem ist mein Kanal auf niedrigem Niveau explodiert. So exponentiell, wie sie uns weismachen wollen, dass Corona sei. Ja, genau. Und du warst dann wie lange in Schweden? Da war ich auch mal 6 Wochen. Ja, ich habe 3 Wochen gebucht, aber nach 2 Wochen hat mein Handwerker mir ein Foto, ein Handwerker, der im Haus zugange war, Entschuldigung, mir ein Foto geschickt, wie meine Katze, mein Rugeli, sich an ihn schmiegt, habe ich gemerkt, die vermisst die Menschen, ich muss zurück. Und dann bin ich am nächsten Tag schon wieder nach Hause geflogen. Okay. Ich erwäge jetzt aber wieder zu gehen, weil ja, ich bin lieber Luxusflüchtling als Untertan. Kann man dann eigentlich in Schweden noch einreisen? Haben die kein Einreiseverbot? Nein, Schweden ist frei bereisbar im Schengen-Raum, für Leute aus dem Schengen-Raum. Die Schweiz zählt ja dazu. Und die Schweizer verlangen auch keine Quarantäne, soweit ich weiß. Also man kann ganz normal einchecken, hinfliegen, zurückkommen. Man hat auch das Risiko, dass sich die Gesetze ändern und dass man dann in Quarantäne muss. Aber ich denke, wir sind in einem so späten Stadium jetzt von dieser Grippewelle. Ich sage immer Grippe, ich weiß, dass es technisch gesehen keine Grippe ist, aber weil die Symptome und also weil es klinisch gesehen keine Unterschiede gibt, erkennbar sind, nenne ich es einfach Grippe. Diese Grippewelle ebbt ja eigentlich ab und darum ist es eigentlich gegessen, zumindest für dieses Jahr. Wann, wie lange, also wann bist du zurückgeflogen? Welches Datum war das? Weißt du das ungefähr? Ich glaube, das war so, also ich flog ab, glaube ich, am 19. oder am 22. März irgendwie so und 2 Wochen später, Anfang April, und dann Das heißt, fliege ich Anfangs weg. April, das war eigentlich so das Highlight, also sprich die Spitze wahrscheinlich vom meisten. Wie hast du das wahrgenommen? Haben die Schweden wirklich alles so mehr oder minder normal gelebt oder wie war das dort zu? Ja, also die Schweden, ich muss sagen, ich wäre sehr stolz, heute Schwede zu sein, weil ich schäme mich heute, in der Volksrepublik Schweiz zu wohnen. Und die Schweden sind wirklich ausgesprochen gelassen gewesen. Ich muss dazu sagen, also dieses Social Distancing, das haben sie, also wenn man einkaufen ging, hatte man alte Leute, die haben sich einen Scheiß drum gekümmert. Ich wollte eine Kurve laufen und die sind einfach schnurstracks trotzdem an mir vorbei. Das hat die nicht berührt. Und in Schweden muss man sagen, eine kleine Kritik kann man da anbringen. Sie haben es nicht so gut hingekriegt, die Alten zu isolieren. Das sind doch viele Leute in den Altersheimen und so gestorben. Aber sonst haben sie einfach alles mehr oder weniger weiterlaufen lassen. Keine Ansammlungen über 50 Personen. An den Bars durfte nicht mehr bedient werden. Man musste sich hinsetzen, um bedient zu werden. Und die Leute, ich kenne Stockholm sonst nicht, aber es war doch ziemlich leer gefegt. Also die Wirtschaft hat sicher auch einen massiven Einbruch erlitten. Mein Barbershop, wo ich war, um meinen Bart zu trimmen, der hat gesagt, etwa 25% Umsatzeinbuße. Aber es hat immer noch weniger als 100%. Das ist so, definitiv. Ich finde Schweden ein super Beispiel. Es gibt natürlich immer diese Kritiker, die sagen, pro Kopf seien mehr Leute gestorben. Das kann sehr wohl sein. Da gibt es aber auch Erklärungen wegen den älteren Leuten. Das hat auch Schweden selber zugegeben, dass man die älteren Leuten und die Risikogruppe zu wenig geschützt hat. Und dadurch sind mehrere Todesfälle auch passiert. Das, glaube ich, kann man so auch stehen lassen. Aber ich finde es spannend. Ich muss ehrlich sagen, Schweden ist momentan mir auch eines meiner Lieblingsländer, so wie sie damit umgegangen sind. Ich hätte mir gehofft, dass die Schweiz ähnlich, weil ja Neutralität und so weiter da ist, sagt man ja, dass die Schweiz sich ähnlich benommen hätte. Aber ja, das können wir jetzt gerne noch diskutieren, wie das weitergeht. Was war eigentlich auch so deine Motivation, diesen Kanal jetzt zu machen? Weil
Man sagt ja, ich bin ein kleiner Kanal, du hast momentan 690 Abonnenten täglich am Steigen. Man könnte auch sagen, das bringt doch nichts, das geht mir ähnlich, ich bin auch relativ klein und trotzdem versucht man was zu bewegen. Was war deine Motivation? Also ich glaube, jeder, der einen YouTube-Kanal hat, hat einen gewissen Grad an Eitelkeit, weil er der Meinung ist, er hat eine Botschaft, die es wert ist, mitgeteilt zu werden. Und ein Freund von mir, der mich besucht hat im Zusammenhang mit Corona, der hat gesagt, weißt du, ich bin genau deiner Meinung, aber mir fehlt der Mut, das auch öffentlich kundzutun. Und da habe ich gesagt, nein, bei dir ist es einfach so, dass deine Eitelkeit dich nicht zwingt, über deine Komfortzone hinauszuschreiten und deine Meinung hinauszuposaunen, wie du und ich ja das eigentlich machen. Und ich muss sagen, für mich war es ein bisschen auch Kompensation für den mangelnden Sozialkontakt, den ich sonst habe. Ich lebe alleine, Single und bin dann einfach immer zu Hause gesessen. Und jetzt habe ich eine Möglichkeit gesehen, mit den Leuten in einen Diskurs zu treten, der am Anfang übrigens viel gehässiger war, als er heute ist. Also am Anfang, ich habe viele Leute verloren. Das war nicht nur schön, war zum Teil ziemlich tragisch sogar, weil ich menschlich sehr enttäuscht wurde. Aber mittlerweile wurde das hyperkompensiert mit Leuten, die mich auf Facebook frisch befreunden. Ich akzeptiere ja alle neue Anfragen, ich freue mich drauf. Und wenn Sie nicht gerade anfangen mit einer Ad hominem-Attacke, dann können Sie gerne auch meine Friends bleiben. Ja. Also da ist auch dein Facebook-Profil, wo man gerne drauf gehen kann. Das seht ihr da, ich blende das kurz ein. Also mir ging es auch darum, den Leuten vor allem die Angst und die Panik zu nehmen. Ich sage immer wieder, der Virus, den wir haben, ist ein gefährlicher Virus. Da sterben aber jedes Jahr Tausenden von Leuten, das wissen wir. Das heißt immer wieder, seht ihr dann nicht, was da läuft. Aber ich musste auch einfach feststellen, wann wurde in der Geschichte Grippenviren getestet an den so vielen Leuten? Das hatten wir auch noch nie. Und das ist das, was auch wahrscheinlich die Leute auch nicht verstehen. Je mehr Tests, das du machst, umso mehr positive Fälle hast du. Aber das heißt nicht zwingend, dass die Menschheit in Gefahr ist. Ich glaube, das muss man definitiv unterscheiden. Was? Genau, Entschuldigung, ja. Ja, sag nur. Genau, bei mir war es auch so, ich war schon seit ein paar Jahren medienkritisch, sehr medienkritisch, seit der Wahl von Trump, was ich aus allen Wolken fiel, dass der gewonnen hat. Und da habe ich gedacht, ich werde schlecht informiert, weil wenn ich gut informiert worden wäre, wäre ich nicht so überrascht worden davon. Und als ich mich dann in diese Corona-Krise gestürzt habe und einfach gemerkt habe, wie dauernd geredet wird von neuen Infektionen, dabei handelt es sich in Tat und Wahrheit um neue positiv Getestete. Ein kleiner, aber enorm wichtiger Unterschied, weil wenn man mehr testet, hat man mehr Positive und die Dunkelziffer ist ja nicht abgebildet bei dieser Zahl. Also ist dies auf zwei Arten gleich doppelt falsch. Und diese Zahl wurde in der deutschen Tagesschau, in der Schweizer Tagesschau, im Spiegel, überall wurde da dieser Counter nach oben in den Mittelpunkt gerückt und das war eine dermaßen falsche Sache, falsche sozusagen Perspektive, um das ganze Problem zusammenzufassen, weil es wirklich nur Angst schürt und überhaupt nichts über das Virus selber aussagt, dass ich gedacht habe, ich muss das kommunizieren. Ich habe vorhin die intrinsischen, also die inneren Gründe genannt. Die äußeren Gründe sind schon auch, dass ich gesehen habe, dass es einen informativen Auftrag gibt, um diesen Massenmedien ein gutes Stück entgegenzuhalten. Nicht alle Massenmedien haben komplett versagt, aber richtig geglänzt hat eigentlich keines, das mir bekannt ist. Ja, wenn du sagst Massenmedien, da können wir mal darauf eingehen. Wie sieht es aus grundsätzlich medial? Also ich muss auch sagen, ich bin extrem fast schon schockiert, wenn ich jetzt eine gewisse Boulevardzeitung wie einen Blick, ich schaue das ja nur noch an wegen den Recherchen, um den Leuten aufzuzeigen, wie die berichten. Das ist wirklich Panik und Angst pur. Da siehst du wieder 1000 Tote und hinten sind Särge. Also diese Art von Angstmacherei beherrschen sie also in höchster Güte. Und da habe ich schon ein paar Mal einen Post gemacht bei mir im Facebook, dass das ein absolutes unterirdisches Niveau ist, wie sie berichten. Und was mich einfach überrascht, wir haben einen Bundesrat und ich habe mir gehofft, dass sie kommunikativ auch etwas auf dem Kasten haben. Und wenn man das sieht, dass der Blick bei uns immer noch sehr verbreitet ist, dass da mal im Bundesrat denen sagen würde, hey Leute, so auf diese Art und Weise geht das nicht. Weil das schürt die Angst, die Leute sind in der Schockstarre. Wenn du dir vorstellst, du bist, ich weiß auch nicht, bis 75, verstehst es vielleicht zu wenig zum Recherchieren, dann liest du den Blick und dann heißt du, ja, ab 65 gehörst du zum Risikogruppe und die Wahrscheinlichkeit, dass du stirbst, ist vielleicht, weiß auch nicht was, 40% oder was auch immer. Lass ihn das einfach mal so stehen. Dann muss ich sagen, hallo,
Das ist Angstmacherei, das ist nicht so. Es gibt auch Menschen, die sind 100, ich habe einen Fall gesehen, die war über 100, hatte auch den Covid-19-Virus und hat überlebt. Nach 2 Wochen war die wieder topfit. Also es das heißt nicht, dass nur das Alter entsprechend die Leute auch sterben. Und Genau, also ich habe gehört, also ich habe mal das abgeleitet, wenn ich richtig informiert bin, etwa, also der Durchschnitt der Schweizer stirbt mit 84, mehrfach vorerkrankt, und nur etwa 15 bis 20% von denen, die den Virus kriegen, sterben auch daran. Nur in Anführungszeichen, jeder Fall ist individuell tragisch, aber wir reden ja hier gesamtgesellschaftlich, politisch, und da ist es also selbst ein Coronavirus alles andere als ein Todesurteil, obwohl man schon alle negativen Voraussetzungen mitbringt, um dieses Virus zu überleben. Und was ich noch sagen wollte, ich habe ja den Vorteil, dass ich dank, also was mich an den Medien so wahnsinnig erschüttert, und ich hoffe, das ist auch der Moment, wo jetzt sehr viele Leute aufwachen. Bei mir war es das gewesen, als ich das erste Mal auf 9/11 aufmerksam gemacht wurde, dass WTC 7 eingestürzt ist und wie das einfach alle, die das auch nur hinterfragten, in die Verschwörertheorie-Ecke gestellt wurden. Obwohl ja diese Leute zum Teil gar keine Verschwörungstheorien aufgestellt haben. Und ich bin auch zum Schluss gekommen beim WTC 7, es ist einfach nicht so passiert, wie offiziell verlautbart. Ich sage aber nicht, dass ich weiß, was dahinter steckt. Und dasselbe war bei Donald Trump, oder? Da war auch so eine Dissonanz bei mir, wo ich nicht verstanden habe, wie konnte das passieren. Und ich bin darum ein bisschen schon ein bisschen skeptisch an die Massenmedien herangetreten. Und ich hoffe jetzt, dass dieser Moment, den wir jetzt alle erleben, wenn in den nächsten Wochen und Monaten herauskommt, dass das alles der Hoax des Jahrhunderts war. Und ich hoffe, das kommt heraus, weil ich denke, wir sind nahe dran, dass es kippt oder wir sind schon am Kippen. Dann hoffe ich, dass diese Leute das niemals vergessen, was wir hier für ein Totalversagen der Systemmedien erlebt haben, wie sie nur als Sprachrohr vom Bundesrat und Angela Merkel und so weiter agiert haben, ohne jeden kritischen Unterton. Und alle Leute, die kritisch waren, von Wodak über Köhnlein, über Scheller und weiß ich was, wie alle Leute zuerst einfach ignoriert wurden, dann wurden sie denunziert und dann wurden sie zensiert. Und das ist also wirklich erschreckend wenn man bedenkt, dass wir uns von uns behaupten, in einer Demokratie und einem Rechtsstaat zu leben. Das ist definitiv so. Ich habe eine Frau, Andreas hat gefragt, wie das bei uns ausschaut in der Schweiz. Also wir können uns nun recht normal bewegen. Das ist so, es wird einfach empfohlen, zu Hause zu bleiben. Wir haben die Einschränkung, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Was ist aktuell? 5 Leute oder 3 oder nur noch, ich bin nicht mehr auf dem aktuellen Stand, weil ich bin. Was Das ist ist die noch eine Einschränkung in der Schweiz aktuell? Kennst du das gerade? Bezug aufs Einschränkung in der in der Schweiz. Schweiz, ja, jetzt, heute. Bezüglich Einschränkungen. Also mal rausgehen. 5 Leute, Ah, fünf Leute, Dankeschön. Ja, ja, fünf fünf Leute, Leute. genau. Fünf Leute. Und dann glaube ich, Ah. diese 2 Meter Abstand ist auch das Thema. Die Geschäfte ab 11. Mai können die Sachen wieder geöffnet werden, aber natürlich mit entsprechenden Einschränkungen. Was ich persönlich auch nicht verstehe, das ist meine persönliche Meinung, da wird Phase 1, 2 und 3 kommen. Wieso kann man nicht sagen, es scheint anhand von Studien, anhand von Zahlen, anhand von Fakten, dass man sagen kann, das war nicht schlimmer als eine starke Grippe. Und das heißt, wenn wir das jetzt so weiterführen, dann würde auch heißen, dass wir dann jedes Jahr so ein Szenario haben, weil wir haben ja jedes Jahr Grippenwellen, sei das im Herbst, sei das, wir hatten sogar Sommergrippenwelle und man hat auch die Anzahl Toten. Man redet immer von dieser Übersterblichkeit, die einfach nicht vorhanden ist. Sogar der KTIP in der Schweiz hat gezeigt, dass die Anzahl Toten in den letzten Jahren in den letzten ersten 14 Wochen höher waren als dieses Jahr, dann bitte Leute, dann sagt mir nicht, dass wir eine Übersterblichkeit haben. Das ist einfach nicht richtig. Ja, die Übersterblichkeit ist das wichtigste Kriterium, weil alles andere kann manipuliert werden, oder? Also im Moment wird zum Teil auch in Amerika zum Beispiel, wird man belohnt, wenn man einen Toten als Corona identifiziert oder einen Patienten als Corona-Patienten beatmet. Es gibt mehr Geld dafür. Und darum, das ist auch öffentlich, das ist keine Verschwörung oder so, das kann man nachschauen. Das ist offizielle Guideline, dass den Ärzten jetzt freigestellt ist, einen Toten entsprechend zu deklarieren. Dazu muss man sagen, das ist sehr, sehr gefährlich, weil auch für die Zukunft, wenn man die Statistiken später anschaut, es ist grundsätzlich in der ganzen Medizinwelt so, dass wenn jemand zum Beispiel Leukämie hat oder AIDS, sage ich mal, nehmen wir einen AIDS-Patienten, die sterben am Ende sehr, sehr häufig an einer Lungenentzündung. Und niemand kommt auf die Idee, nachher als Todesursache Lungenentzündung anzugeben, sondern man nennt die Grunderkrankung. Und das wird bei Corona nicht gemacht.
Und darum ist die Übersterblichkeit wichtig, weil diese Zahl lässt sich viel, viel schlechter manipulieren. Und wenn ich richtig informiert bin, ist noch nicht einmal klar, dass es sich statistisch gesehen mit einer starken Grippewelle vergleichen lässt. Es könnte sogar eine milde oder eine mittlere sein. Also das ist alles noch offen. Also es gibt wirklich jetzt diverse Studien, wo anerkannt sind, und heute auch habe ich kurz im RTL was gesehen, dass das Harvard-Institut in England, glaube ich, gesagt hat, das ist nicht stärker als eine Grippe. Es gibt ganz viele Anzeichen, wo ich aber sagen muss, wieso, und da möchte ich mal deine Meinung, wieso macht das der Bund, weil es so oft, also ich finde es so offensichtlich und die pochen immer noch auf diese Angst. Wir müssen vorsichtig sein. Gestern der Alain Berset bei Tele Zürich habe ich kurz reingeschaut und ich musste einfach nur noch den Kopf schütteln, weil der glaubt dieses Märchen noch. Ich habe das Gefühl, wir haben, also ich muss so sagen, Klammer auf. Wenn das Ganze rausgekommen ist aus China und so weiter, wo man nicht genau wusste, was los ist, dann verstehe ich, dass der Bundesrat auf die sichere Seite geht und sagt, komm, wir sind nicht sicher, was passiert. Wir machen zu, okay. Aber die Verlängerung des Lockdowns war für mich ein absoluter Fehler. Das kann ich, stehe ich auch dazu, weil da gab es schon Zahlen. Diese Reproduktionszahl war schon unter 1 und man hat den Peak vor dem Lockdown schon erreicht und dann hätte man das ganz anders machen können. Die älteren und Risikopatienten definitiv schützen, so wie wir das übrigens jedes Jahr machen sollten. Das ist ja nichts Neues. Und die Kinder, wo ja anscheinend jetzt gezeigt worden ist, dass die gar nicht das Virus weitergeben können, weil der Herr Koch hat ja gesagt, ihr könnt die Großeltern ab und zu in den Arm nehmen. Da muss ich auch sagen, Leute, was geht da ab? Das ist für mich einfach nicht vorstellbar, wieso es der Bundesrat immer noch auf diese Linie fährt, wie immer noch vor 4 Wochen. Also genau, also diese Episode ist ja besonders süß. Wer sagt, Großeltern könnten die Kinder wieder umarmen, aber nicht hüten, weil sie den Abstand nicht einhalten können. Das heißt, sie dürfen aus 2 Meter Abstand umarmen. Genau. Ist der logische Schluss, oder? Da braucht man sehr lange Finger. Wie heißen sie, diese Comicfiguren mit den, egal. Auf jeden Fall, ich habe mir lange Gedanken gemacht, was da dahinter steckt, oder? Und ich bekomme auch ganz viele Zuschriften von Leuten, die Ideen haben, Theorien haben, wieso das alles passiert. Mein heutiger Stand der Entwicklung ist, es handelt sich um eine Verschwörung, und zwar eine Verschwörung von Dummheit mit Feigheit. Ich nehme an, da ist irgendwas, ich kann mir auch vorstellen, dass ähnliche Grundlagen da sind wie 2009 bei der Schweinepest, wo der Wodarg enthüllt hat, dass die, und dass dieses Szenario dann quasi in diesem Fall jetzt wieder repliziert wurde und aus allen Fugen geraten ist. Dann haben sie diese Maßnahmen ergriffen, haben diese 3,4% Sterblichkeit mitgeteilt von der WHO. Und da bin auch ich kurz erschrocken, oder? 3 bis 5 von Land stecken aus einer Grippe und 3,4% Sterberate. Das ist dann schon ziemlich krass. Und das wäre dann schon in Richtung Zombie-Apokalypse dann, oder? Aber dann ist das nicht eingetreten. Aber da ist es schon zu spät gewesen. Also da waren alle schon von diesem Corona-Panik-Virus infiziert. Und ich glaube, der Bundesrat hat einfach das gemacht, was alle machen. Und jetzt öffnet er, weil alle öffnen. Die Bild-Zeitung hat vor ein paar Tagen einen Leitartikel verfasst, wo sie das alles hinter ein ganz großes Fragezeichen stellen. Und seitdem kippt er das Ganze langsam. Ich würde dem Bundesrat nicht unterstellen, dass ein böswilliger Plan dahinter steckt. Ich glaube, es war einfach ein großes Maß an Unfähigkeit, das sie mit dem Rest der Welt geteilt haben. Und ja. Also ich sehe, ich stelle einfach die Frage, weil ich kann es wie nicht verstehen, dass man, jetzt wäre es doch an der Zeit zu sagen, liebe Leute, liebes Volk, wir waren unsicher, wir haben das Beste für das Volk gewollt. Wir müssen jetzt aber feststellen, es war im Nachhinein ein Fehler. Leute, geht wieder arbeiten, wir haben das unter Kontrolle, wir beobachten das. Und wenn wir das jetzt so weitermachen, passiert Folgendes meiner Meinung nach. Wir haben Phase 1, Phase 2, Phase 3. Es wird weiterhin Angst geschürt. Die Angst schwächt das Immunsystem. Dann haben wir möglicherweise eine kleine zweite Welle, die kommen mag. Das ist normal, wenn alle Leute sich irgendwo verstecken und keinen Kontakt mit anderen Menschen haben, dann hast du keine Herdenimmunität. Wir wissen auch nicht, wie viel von den Schweizern sind schon angesteckt. Wir haben keinen Plan. Wo sind diese Tests, die fehlen mir einfach? Diese Antikörpertest, wo man sagen kann, okay, wir haben 20% Infizierte oder wir haben 50% oder wir haben nur 3%. Das wissen wir einfach nicht. Und gemäß den Experten, ich bin ja keiner, ich lese einfach die viele Videos, schaue mir viele Videos an und lese sehr viel, sagen die ganz klar, übrigens, das könnt ihr da nachschauen, da habe ich eine Seite bei Rubicon, sind 120 Expertenstimmen über Corona, da könnt ihr das gerne mal lesen. Es ist momentan so krass,
dass man das immer noch sagt, hey, das ziehen wir jetzt einfach durch, anstatt zu sagen, Leute, stopp, halt, Timeout, wir haben einen Fehler gemacht. Und das anscheinend ist es so, sie wollen einfach das Gesicht nicht verlieren. Und im Herbst kommt dann eine neue Grippenwelle, wie jeden Herbst. Das ist normal. Dann haben wir vielleicht weitere Fälle von Corona, plus die Operationen, die alle verschoben wurden. Und dann könnte es sein, dass wir ein Problem haben im Gesundheitssystem, möglicherweise. Und dann sagen alle, seht ihr, wir hatten doch recht. Genau, was noch wichtig ist bezüglich Übersterblichkeit, es ist ja so, das ist nachgewiesen, dass man im Moment 30 bis 40% weniger Schlaganfälle und Herzinfarkte in den Spitälern hat. Das heißt, die Leute trauen sich nicht mehr zu kommen. Das heißt, ein Teil der Übersterblichkeit könnte auch darauf zurückzuführen sein, dass Leute jetzt an Herzinfarkten und Schlaganfällen gestorben sind, weil sie nicht rechtzeitig medizinische Unterstützung erhalten haben. Definitiv, es gibt auch Berichte, das habe ich gesehen, dass die älteren Leute sich nicht mehr trauen, ins Spital zu gehen. Und dass man denen hätte helfen können und hätte nicht sterben müssen. Und das ist dann im dummsten Fall auch noch ein Corona-Fall, weil heutzutage ist ja, du kannst ja aus dem Fenster springen oder du kannst, ich weiß auch nicht was, bist du einfach Corona-Toter. Und Genau. interessanterweise, wenn man die Grippenstatistik anschaut, auch in der Schweiz, die zeigt so runter. Extrem viel, tief runter. Das ist für mich auch sehr speziell, dass wir ausgerechnet dieses Jahr extrem wenig Grippen haben. Natürlich sind das dann alles Corona-Tote. Also ich weiß Ja, auch aber nicht. dazu muss man wissen, erstens mal kann der Körper mehrere Viren miteinander in sich tragen, er kann auch Influenza und Corona miteinander haben, aber es wird dann nur Corona getestet. Und auch übrigens die Übersterblichkeit, die wir ja in den Statistiken sehen, die ist die einzige Grundlage, um die Anzahl an Grippetoten zu eruieren. Es ist nicht so, dass man irgendwie auch Stichproben gemacht hätte, eine repräsentativ getestet hätte und weiß, wie viele Leute an Grippe sterben. Man sagt einfach, im Sommer sterben so viele Leute, im Winter so viel. Diese Differenz, das sind Grippetote. Obwohl es auch ganz andere Gründe haben könnte, keine, Ja. also als nur Grippe. Also Also diese Zahl. der Grund der Tote ist auch noch das Thema. Das ist ein Riesenthema. Stirbt der Mensch an Corona oder mit Corona? Und da hatten wir Professor Büschel, einer der ersten in Deutschland, ein Pathologe, der die Toten untersucht hat. Und jetzt ist er bei 142 angelangt. Und bei keinem der Toten hat er festgestellt, dass er an Corona gestorben ist, sondern mit Corona. Und Und Italien hat gesagt 88%, ja. ja, Italien bei 88%. Dann haben wir im Robert-Koch-Institut, wo zuerst geschrieben hat auf der Homepage, wir dürfen, es ist zu gefährlich für die Toten zu untersuchen, sage, hey Leute, habt ihr noch alle oder was ist los? Da gab es einen Brief wo Bodo Schiffmann vorgelesen hat, von einem Pathologen in Deutschland, wo eine Anfrage gestellt hat ans Robert-Koch-Institut, er würde gerne die Toten untersuchen. Und dann bekam er die Antwort, es ist zu gefährlich. Ja, als ob diese Leute nicht spezialisiert wären, alle möglichen Toten, die alle möglichen ansteckenden Krankheiten hatten, zu untersuchen. Ja. Eben, und da kommt man dann schon, da fragt man sich dann schon noch rational, was ist da dahinter? Ist das einfach nur Dummheit? Und das ist die Frage, die ich mir immer stelle bei den ganz großen Themen. Wenn George Bush und Obama zwei Kriege beginnen, da frage ich mich immer, sind sie einfach doof oder sind sie böse? Und das weiß man halt beim Robert Koch auch nicht. Sind sie doof oder ist da Ja gut, was? Robert-Koch-Institut, wir können das ganz klar auch mal ansprechen. Das hat ja mit WHO auch zu tun, wenn man da sieht, was für Gelder da fließen. WHO ist 79% durch Institutionen von privaten Institutionen finanziert. Der Hauptsponsor von der WHO ist Bill Gates Foundation. Das kann man nachlesen, das ist öffentlich, das ist keine Verschwörungstheorie. Und wenn da die meisten Gelder von Bill Gates gesponsert wird, kann man sich mal überlegen, ob der eventuell auch einen Einfluss haben könnte bei der WHO. Das sind spannende Fragen. Das Problem ist, ich möchte mich nicht darauf einlassen. Ich werde jetzt bereits als Verschwörungstheoretiker bezeichnet, obwohl ich immer nur sage, es sei eine Verschwörung von Dummheit und Feigheit. Also ich lasse mich nie auf diesen Ast heraus, weil ich werde jetzt schon angegriffen und ich möchte kein Futter bieten. Ich finde, den Schuldigen suchen können wir, wenn dieser Shutdown endet. Das wäre dann die nächste Stufe in meinem Plan. Jetzt Gut, also setze ich alle dafür. ich stehe dazu, dass ich dem nicht traue. Ich kann auch sagen, der Bill Gates sagt ganz klar, wir werden 7 Milliarden Menschen impfen. Das war seine Aussage. Seine Aussage war auch, wenn alles gut funktioniert, können wir die Bevölkerung zwischen 10 und 15% reduzieren. Also ich kann dir, Ich genau. möchte noch etwas sagen. Ein Fakt war auch, und das kann man nachlesen in Kenia, er hat ganz viele Frauen geimpft, nur Frauen. Wo Kinder hätte kriegen können, wurden geimpft. Tausende von Kindern in Kenia. Das ist alles im Internet, kann man nachlesen. Und alle Frauen waren dann nachher unfruchtbar. Also. Genau.
Wenn ich hier einen Kontrapunkt setzen darf, ich finde das alles spannend und wahrscheinlich richtig und sehr erwägenswert. Ich möchte nur mal das Counter-Narrativ mal erzählen. Das Counter-Narrativ ist, ich habe vor etwa 10 oder 15 Jahren, als diese Stiftung recht frisch gegründet wurde, ein Interview gelesen mit Melinda Gates und sie hat gesagt, dass Bill Gates immer wieder Bettelbriefe zugesandt bekommen habe. Und einmal habe ein Vater geschrieben, sein Sohn hätte Krebs und er brauche eine Therapie für insgesamt 3 Millionen Dollar und sonst würde er sterben. Und Bill Gates habe dieses Foto wochenlang in seinem Portemonnaie rumgetragen. Das kann alles PR sein, aber es hat für mich damals gut getönt. Ja, Und gut. Ja. dann hat er sich überlegt, wie kann ich am besten helfen? Er könnte ja ganz einfach einem Kind helfen für 3 Millionen, ist ein Sackgeld für ihn. Andererseits ist dann eben zum Schluss gekommen, ich möchte wissen, wie kann ich der Welt möglichst effizient helfen? Und dann sei er eben zum Schluss gekommen, wahrscheinlich nach dem Vorbild des effektiven Altruismus, dass er eben Leid mindern und Freude mehren will. Und das bedeutet vor allem Leid mindern an erster Stelle. Und da hat er gesagt, es sei das Richtige, dass man impft, weil man dann eben Leute nicht mehr an Polio sterben, nicht mehr an Tetanus sterben und so weiter, weil das sehr, sehr viel Leid in Familien bringt. Das Problem im Gegenzug dann aber ist, dass man, wenn man das macht, die Bevölkerung noch weiter explodiert. Und darum sei es wichtig, auf der anderen Schiene eben auch eben dafür zu sorgen, dass die Verhütung und so gefördert wird. Und darum ist es nicht unbedingt eine Dissonanz oder es ist nicht unbedingt unlogisch, dass einerseits für Impfen ist und andererseits für Empfängnisverhütung und eben Deckeln der Weltbevölkerung. Aber Aber es war nicht, Daniel, dass es stimmt, ich das ist möchte nur den gut. Kontrapunkt Aber setzen. Ja. ja, alles gut. Ich finde das sehr interessant, das Gespräch. Aber dann würde ich gerne wissen, wieso werden Leute geimpft, wo nachher unfruchtbar sind? Und das wurde nachgewiesen, dass da ein Stoff drin war, wo dafür zuständig ist. Findest du das okay? Nein, ich finde das, wenn das stimmt, natürlich nicht okay. Die Frage ist, Genau. man muss einfach immer aufpassen, was ist anekdotische Evidenz, was ist Hörensagen, was ist bewiesen, Absolut. was war Absicht, was Absolut. war Unfall. Ja, und da kann man auch im Übereifer Fehler machen, die sehr viel Leben kosten. Das will ich nicht kleinreden. Ich wollte nur ein anderes Szenario Nein, zeigen, wie also, man weißt das Daniel, Ganze auch erklären könnte. also ganz klar, ich bin für Fakten. Und es kann mir auch passieren und jeden Tag, jede Zeit, dass ich etwas vielleicht sage, das nicht stimmt, wo ich vielleicht gelesen habe, versuche querchecken. Es gibt ganz viele Fake News, das muss man sagen. Man muss sehr achtsam sein und ich sage auch immer, glaubt mir nichts, was ich sage, sondern recherchiert selber. Das ist einer meiner Hauptpunkte, die ich immer wieder sage. Aber ich wünsche mir für die Menschheit, dass sie zurück in die Eigenverantwortung kommen und mehr recherchieren und da werden sie vieles entdecken und sich Fragen stellen, auch vor allem in Bezug auf Massenmedien, wo ich selber kein Wort mehr glaube. Das ist einfach Ja, so. es ist vielleicht noch, ich werde oft, das ist ja wahrscheinlich auch schon passiert, also Leute haben mich jetzt schon oft gefragt, welche Medien konsumierst du, dass du so gut informiert bist? Oder manchmal auch die Gegenseite, die wir dann nachher etwas unterstellen wollen, fragen mich auch, welche Kanäle hast denn du abonniert? Wo hast du deine Infos her? Und vielleicht etwas Aufklärerisches, das auch zentral in meinem Kanal ist. Ich finde es extrem wichtig, dass man beides liest. CNN und Breitbart, Russia Today und BBC. Einfach alle Quellen, so extrem sie sind. Und das Lustige ist immer, wenn man Russia Today oder KenFM oder so erwähnt, dann hat es irgendjemanden, der reinschreibt, mit dieser Aussage hast du dich gerade disqualifiziert. Dabei ist es genau umgekehrt. Die Person, die das sagt, hat sich disqualifiziert, weil wenn er meint, es sei nicht wert, Know Your Enemy, nach diesem Prinzip zu verfahren, die Gegenseite, die besten Argumente des Gegners zu kennen, dann kann man einfach nicht mit großer Zuversicht in eine Diskussion treten, weil man nicht alle guten Argumente gehört hat. Und ich denke, wenn man das eben macht, dann zum Beispiel Syrien oder Krim und so, da bekommt man nicht unbedingt die Wahrheit zu hören bei Russia Today. Ich bin es mir auch klar, dass es auch Propaganda ist, wie BBC und ZDF übrigens auch. Aber man kann dann abwägen und daraus schließen, was logisch ist. Ein kleiner Punkt noch zum Schluss. Zum Beispiel bei Putin, bevor ich massenmedienkritisch war, habe ich einfach gemerkt, der Spiegel zum Beispiel schreibt immer nur, er ist größenwahnsinnig Nationalist oder am Durchdrehen und Nationalist. Aber wenn man da ein bisschen dahinter taucht, Russia Today liest und so weiter, dann merkt man plötzlich, dass das kein Wahnsinn ist, sondern extreme Ratio, die Putin dazu treibt, das zu machen, was er macht. Das kann man völkerrechtswidrig halten, das kann man unsympathisch finden, das kann man daneben finden, aber es ist nicht irrational. Und wenn man mal immer wenn man etwas liest, dass ein Führer oder ein Herrscher oder irgendwas Irrationales macht, da sollten die Alarmglocken schrillen, weil das meiste, was passiert, ist sehr, sehr rational. Nur hier bei Corona bin ich jetzt eben auch nicht mehr sicher, ob der Bundesrat rational ist oder eben einfach in einer Panik verfallen ist. Ich vermute Letzteres in diesem Fall. Also ich bin bei dir, was ich sagen kann, wenn ich vorher die Massenmedien gesagt habe, ich schaue das definitiv an, aber in Bezug auf die Recherche
Es ist einfach so, ich glaube denen einfach nicht mehr, weil ich habe jetzt genügend wirkliche Beweise, dass sie einfach nicht die Wahrheit geschrieben haben. Und wenn man so, dann fühlt man sich einfach als Bürger dann irgendwann mal verarscht. Und da kann man nur ich sage mal, eine Viertelstunde Aufwand betreiben, Quercheck machen. Vor allem bei den Umfragen hat man das relativ schnell raus. Da muss ich einfach sagen, das stimmt für mich nicht. Aber ja, ich gebe dir recht, um zu recherchieren, sollte man beide Seiten anschauen, dass man es abwägen kann. Und das ist definitiv so. Aber ich finde, die meisten Leute in der Schweiz oder wahrscheinlich auch in der ganzen Welt glauben noch immer dem Arzt, glauben noch immer den Massenmedien und glauben immer noch der Tagesschau, was da kommt. Und das ist mittlerweile von vielen Leuten auch aufgezeigt worden, dass das oftmals Propaganda ist. Und zum Teil kann man diese Netzwerke verfolgen, wenn man sich die Mühe macht. Und da wird man bald feststellen, dass da irgendetwas nicht so ist, wie es sein sollte bei einem freien Journalismus. Ja, das ist absolut so. Und es ist ja auch nicht so, dass jetzt die öffentliche Meinung sich mit der veröffentlichten Meinung deckt. Also mir hat ein Psychiater, ich habe übrigens viel Post bekommen von Anwälten, Psychiatern, Ärzten, und die sagen, zumindest die niedergelassenen Ärzte, also die eine eigene Praxis betreiben, da glaubt das eigentlich kaum jemand. Aber der Glaube ist wirklich tief verankert. Also ich hatte einen Arztbesuch im Spital kürzlich. Und die war voll überzeugt, dass das eine Zombie-Apokalypse wäre, wenn wir nicht tun würden, was wir tun. Obwohl sie dann keine Ahnung hatte von Fakten, als ich sie darauf hinwies, dass der K-Tipp eben dass diese Sterblichkeit aufgezeigt hat und sie quasi da gleich hoch war wie in den Jahren zuvor, da hat sie gesagt, sie beziehe halt ihre Informationen nicht aus dem K-Tipp. Also es war dann einfach eine ziemlich arrogante Aussage, um sich nicht etwas zu flüchten. Da hätte ich dann gerne gewusst, welche Quellen sie da bezieht, oder weil. Es sind einfach, weißt du, wenn ich recherchiere, dann würde mich mal interessieren, das kann man nachschauen im Bundesamt für Statistik in der Schweiz. Da gibt es Excel-Tabellen, das kann man wirklich runterladen, das empfehle ich jedem. Und dann stellt man fest, jeden Tag in der Schweiz älter als 65, wie viele Menschen sterben jeden Tag bei normal, statistisch gesehen, das sind 153 Menschen, die jeden Tag in der Schweiz sterben. Und das ist das, was Ja. die Leute gar nicht sehen, oder das wird auch nie kommuniziert von den Medien. Positive Informationen, wo Schmierinfektion anscheinend nicht der Fall ist. Die Geschichte in Hamburg, das liest du nirgends in den großen Medien. Es ist immer nur Angst, 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 Angst. Ich habe etwas ganz, ganz Interessantes gelesen. Das war, glaube ich, so Ende Februar, Anfang März, als es langsam anfing, dramatisch zu werden. Da hat ein Spiegeljournalist, ich weiß halt nicht mehr welcher, hat irgendwo in einem Zwischensatz geschrieben, ja, in Krisenzeiten wie diesen habe jetzt der Journalist nicht einfach einen journalistischen Auftrag, jetzt geht es darum, Dienstleister an seinen Lesern zu sein. Und da habe ich schon gedacht, oh je, was heißt das jetzt wieder? Und es gibt diesen berühmten Hajo Friedrichs, der lange die Tagesthemen moderiert und geleitet hat, der gesagt hat, ein guter Journalist erkennt man daran, dass er sich keiner Sache zugute macht, zu eigen macht, auch keine gute. Also, und da habe ich gemerkt, das ist einfach tot im Journalismus. Die Leute sind jetzt wirklich missionarisch unterwegs und sie haben einfach dann, ich glaube, der Bundesrat hat wahrscheinlich, wie in Österreich jetzt schon mehr oder weniger belegt ist, einfach gedacht, wir müssen Panik schüren, damit Menschen sich an diese Regeln halten. Und sie haben Panik geschürt und diese Dienstleister am Kunden, am Leser, sie waren in Wahrheit eben auch Dienstleister des Bundesrates und haben einfach als Sprachrohr eins zu eins das alles übertragen. Und ich denke, das ist vielleicht auch fast das Wichtigste. Ich finde es auch Leute, die unsere Ansicht nicht teilen. Also Humanisten und Rationalisten, Skeptiker, Freidenker, auch sie müssten doch zumindest anerkennen, dass es extrem gefährlich und schwierig und falsch ist, dass man in den Massenmedien auf SRF oder ZDF, ARD nur eine Meinung zu hören bekommt. Und das, egal auf welches Thema, ich möchte doch die Gegenseite hören. Oder ich will wissen, was ein ISIS-Terrorist denkt, damit ich weiß, wie ich das einzuordnen habe. Wenn ich einfach nur höre, sie sind böse, ist das nicht wirklich genug Grundlage, um mir ein abschließendes Bild zu machen. Ich möchte gerne wissen, was ihn antreibt. Und dann möchte ich ein Interview hören mit einem ISIS-Terroristen, wenn das irgendwie möglich ist. Und wenn es geht, eben auch mit einem Wodarg oder einem Könlein oder wem auch immer, Bhakti und so weiter. Und dass diese einfach aus der Konversation herausgeschnitten werden, das müsste für jeden Rationalisten, Friedensskeptiker, Freidenker und Humanisten ein Alarmsignal sein, wo er aufstehen und sich wehren müsste. Und nicht einfach sagen müsste, es ist ja für einen guten Zweck. Weil wir haben erwachsene Leute, wir haben mündige Leute, wir ziehen sie heran in einem guten Schulsystem, dass das freie Denken ist möglich.
grundsätzlich, und man sollte dem Volk auch mehr zutrauen, weil sonst sind wir keine Demokratie mehr, sondern eben, da geht es Richtung Autokratie, wo wir uns jetzt befinden. Entschuldigung, ich habe wieder zu viel geredet. Alles gut, aber ich muss sagen, können wir euch eine Stunde weiterreden, ob wir ein gutes Schulsystem haben, das würde ich jetzt einfach mal so stehen lassen. Bin ich nicht ganz einverstanden, aber das ist ein anderes Thema, weil irgendwo ist ja der Ursprung, und wenn wir den größeren Plan versuchen zu verstehen, hat das vielleicht auch einen Sinn, aber es ist was anderes. Ich möchte einen anderen Punkt noch ansprechen wegen der Politik. Das wurde auch im Chat kurz angesprochen. In Deutschland gibt es diese Bewegung Widerstand 2020. Wir haben das kurz besprochen. Da hat Bodo Schiffmann, wo ich regen Kontakt habe, ich finde ihn ein toller Mann, ein authentischer Mann, und er hat jetzt 60.000 Anmeldungen in der Partei, wo ich sagen muss, in 10 Tagen, also Chapeau, dass er das geschafft hat. Und die deutschen Leute, die zuschauen, oder andere aus anderen Ländern, kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen. Ich finde, er macht eine gute Arbeit. Jetzt ist meine Frage ist einfach auch an dich. Ich habe gestern einen Call gehabt mit Leuten, die etwas bewegen wollen. Das waren 8 Leute oder 6 Leute. Und die haben dann gesagt, die meisten waren der Meinung, das macht keinen Sinn, das ist unsinnig, jetzt so eine Partei zu gründen. Ich bin einfach der Meinung, ist es wirklich so unsinnig, mal etwas anderes sich zu überlegen, weil die gehen ganz einen anderen Weg, als bisher in der Politik angegangen worden ist. Was ist deine Meinung? Das würde mich interessieren. Also grundsätzlich ist es ja so, dass neue Parteien zu etablieren extrem schwierig ist. Und das geht eigentlich nur in einem disruptiven Umfeld. Also die Grünen haben diese Welle damals genutzt, die Friedensbewegung und Atomkraftwerke und den Hintergrund. Ich kenne es nicht im Detail, aber man muss eigentlich diese Momente erwischen. Und bei der AfD, die AfD ist eigentlich zwar vorher gegründet worden, aber eine Kleinpartei, und explodiert ist sie dann mit dieser Flüchtlingskrise, wie man es auch immer nennen will. Und ich denke, es ist jetzt schon so, dass wir da an einem Punkt sind, der wirklich disruptiv ist und wo alle Parteien, ich glaube, die einzige Partei in der Schweiz, die gegen den Shutdown ist und ankämpft, sind die Piraten, die obsolet geworden sind. Leider, wie ich finde. Da hatte ich viel Sympathie dafür, aber sie haben es halt eben verkackt, leider. Aus basisdemokratischen Überforderungen wahrscheinlich. Ja. Und ich denke schon, dass es grundsätzlich möglich wäre, jetzt eine Partei zu etablieren. Und Bodo Schiffmann scheint mir auch ein geeigneter Mann zu sein, um das Ganze zu lancieren, soweit ich das einstufen kann. Ich habe keine abschließende Meinung über ihn. Ja, ich weiß einfach, dass er inhaltlich sehr, sehr stark ist und er mich beeindruckt, sage ich mal. Ob das Zeug dazu hat, eine Partei zum Boden zu stampfen. Und ich erlaube es mir zu sagen, 60.000 Leute, die unterschreiben, sind noch nicht 60.000 zahlende Mitglieder. Wenn das natürlich so wäre, dann hätten sie, wie du, glaube ich, mir im Vorgespräch gesagt hast, hätten sie mehr Stimmen als die AfD. Das wäre natürlich bahnbrechend krass, weil ich glaube auch die SPD und die CDU haben nur wenige 100.000 Mitglieder mittlerweile. Es bleibt abzuwarten, zu hoffen wäre es natürlich. Meine Stimme hat in Zukunft jede Partei, die für einen schlanken Staat und für einen starken Rechtsstaat eintritt. Das ist ganz klar. Also ich sehe es momentan einfach so, die Idee als Beispiel, nur als Beispiel, was ich jetzt weiß, aus diesem Widerstand 2020, er hat diese Indianer-Stick, wo er sagt, wenn jemand etwas sagt und darauf antworten möchte, muss er in eigenen Worten diese Worte wiedergeben, dass er es verstanden hat. Das sind so, finde ich, einfach Kleinigkeiten, die ich einfach cool finde. Wenn ich heute im Parlament zuschaue, in Bern, und jemand redet, also sorry, ich bin nicht sicher, ob da irgendjemand zuhört, weil da siehst du Notebook, da siehst du Handy. Es ist nur eine These. Aber ich finde den Ansatz sehr gut. Wenn jemand antworten will, soll er den Vorredner verstanden haben, als Beispiel. Dann auch eine Sache, die er umsetzen möchte, dass nicht links, nicht rechts, sondern es geht um ein Grundrecht. Sie wollen zum Beispiel auch als Idee, dass sie haben, bei Katastrophen oder speziellen Situationen wie jetzt, wird das aktuelle Parlament ausgewechselt mit einem Notfallparlament, weil das Parlament, wo das in die Krise reingeführt hat, soll es nicht aus der Krise rausnehmen. Solche Ansätze finde ich einfach gut. Sehr erfrischend, ja. Sehr, sehr, sehr gut, ja. Ich kann es nicht sagen, ob es dann wirklich funktioniert, aber es sind einfach neue Ansätze. Ich glaube, wir müssen neue Wege gehen. Ich bin überhaupt nicht politisch. Ich bin weder weiß noch grün, ich bin weiß, genau, ich bin weiß, ich bin weder irgendwie farbig, ich bin nicht links, ich bin nicht rechts, ich war noch nie in einer Partei, aber so etwas, wenn ich jetzt ihm zuhöre, wie er das machen möchte, für das Volk, das finde ich einfach wirklich toll, aber vielleicht... Dann gründe du doch den Schweizer Ableger des Widerstands. Ja, ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, aber ja, ich muss natürlich sagen, da bräuchte ich wirklich Unterstützung, sowas einfach mal auszuprobieren, ob wir die Power haben und die Macht haben,
wirklich so etwas auf die Beine zu stellen, um fürs Volk etwas zu machen. Ja, ich wäre dafür. Aber eben. Ja, ich habe meine Erfahrung gemacht mit den Freidenkervereinigungen. Für mich war das genug Verein für den Rest meines Lebens. Was ich mir einfach die Frage stelle, ich könnte mir vorstellen, die Situation, die wir jetzt haben, können wir nicht vergleichen mit früher. Weil ich finde, jetzt ist vielleicht der Mensch eher bereit, mal, Moment mal, irgendwas läuft da nicht richtig. Weil die letzten 10 Jahre war ja nichts super Spezielles im Sinne, wir hatten nicht ansatzweise etwas, wie wir jetzt haben. Und das könnte unter Umständen eine Initialzündung sein für viele Menschen zu überlegen, hey, Moment mal, so nicht mehr. Das sehe ich auch so. Allerdings kann eben sein, dass in der Schweiz zum Beispiel die SVP einfach jetzt extrem diese Bresche springt und für Rechtsstaatlichkeit und so sich einsetzt und dann sehr viele Stimmen gewinnen wird, auch von Leuten, die nie SVP gewählt hätten. Das wäre zum Beispiel bei mir der Fall. Und wenn ich jetzt sehe, dass da eine Partei wäre, die sich der Widerstand nennt und in den Umfragen auf 0,5% kommt, oder ich könnte mehr Gewicht, ich könnte meine Stimme der SVP geben, dann würde ich wahrscheinlich die Stimme der SVP geben, so unsympathisch sie mir in ganz vielen Faktoren ist, einfach darum, weil ich denke, dass meine Stimme mehr Gewicht hat. Und über diese 5%-Hürde zu kommen, da braucht es Kapital, da braucht es Erfahrung, da braucht es PR. Absolut. Und vor allem, man muss wissen, dass man auf die gesamten, bei den gesamten Massenmedien auf ähnlichen Widerstand stoßen wird, wie die AfD das tut oder die SVP ja über gewisse Strecken ja auch getan hat. Absolut, weißt du, da bin ich ein absolutes Greenhorn. Was das heißen würde, kann ich mir wahrscheinlich nicht ansatzweise vorstellen. Auf der anderen Seite muss man sagen, da gibt es wahrscheinlich viele Leute im Hintergrund, die sagen, hey, die Wirtschaft wird jetzt wirklich an die Wand gefahren. Was ich das Leben lang erschaffen habe, geht jetzt den Bach runter. Dann bin ich gerne bereit, auch vielleicht mit entsprechenden finanziellen Mitteln zu unterstützen. Ich weiß es nicht, das ist jetzt nur eine Annahme, dass man, ich weiß mittlerweile auch, dass es in Deutschland ähnlich geht, dass sie sagen, hey Leute, hier macht, was ihr wollt, aber bitte ändert etwas. Und da Also, reden. ja, was ich sicher finde, ist, wenn man eine neue Partei gründen will, ist jetzt ein Moment dazu. Seit langem das erste Mal, wo das wirklich funktionieren könnte. Heute die Piraten. Wow. Ja, Das also könnte. ich bin wirklich, ich bin so, ich schwanke. Ich sage einfach, ich würde gerne etwas unternehmen, und es geht, also ich hoffe, dass das wissen meine Leute, aber es geht mir überhaupt nicht um mich, sondern ich habe einfach Respekt für unsere Freiheit. Weil es kann nicht sein, dass wir so weiterleben, und da möchte ich nochmal ansprechen auf Daniel Ganser, wo ein guter Vortrag gemacht hat in 2011. Immer wenn du so ein Schockszenario hast, so wie damals mit den Twins, dann konntest du so viele Sachen einführen und alle haben nur noch genickt. Und so kommt es mir momentan vor, dass wir wieder in einer ähnlichen Situation sind. Also wir sind alle, also nicht alle, die meisten in Schockstarre und es wird Sachen eingeführt, wo wir vor 3 Monaten niemals, niemals bewilligt hätten. Never ever. Es gibt diese zwei Aussagen, die sich bei Corona in wunderbarer oder in schrecklichster Form vereinigen. Es gibt ja den Satz, dass man eine Lüge nur oft genug wiederholen muss, damit sie geglaubt wird. Und ich glaube, es war, ich weiß nicht, ob ich diesen Namen überhaupt sagen soll, aber Goebbels, glaube ich, also ein Menschenfeind der Sonderklasse. Ich möchte das nicht schönreden, ändert nichts daran, dass er intelligent war. Und er hat gesagt, eben, man muss sie so groß, wenn eine Lüge groß genug ist, dann wird sie geglaubt. Und eben diese beiden Sachen, sie muss groß genug sein, damit sie geglaubt wird. Und sie muss oft genug wiederholt werden. Das genau passiert bei Corona. Man hat beide Effekte. Sie ist riesig, die Lüge. Und wird endlos wiederholt. Und darum kann man den Leuten, die uns, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde sehr viel immer noch attackiert von Leuten, man kann das denen gar nicht wirklich vorwerfen. Weil wenn du selber sagst, unser Schulsystem sei nicht gut, dann konnten sie es ja nicht besser wissen. Und dann muss man eben den Vorwurf an die Politik richten und eben an die Massenmedien, die ungefiltert dieses Narrativ der Superpanik weiterverbreiten. Ja, ich muss einfach sagen, ich sehe es genau wie du über im Chat hast geschrieben, man soll recherchieren. Und das ist definitiv so. Einfach querchecken, das unterstütze ich voll. Aber etwas noch in Bezug auf die Pharmaindustrie, muss man einfach sagen, die Pharma ist ja eine extreme Pharma-Lobby. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und die haben extrem viel Geld gemacht mit Medikamenten. Es gibt jetzt die These, was ich gelesen habe, dass der Umsatz zurückgeht, weil die Menschen in den letzten Jahren bewusster sind, eher auf Bio gehen, mal vielleicht ein bisschen Sport machen, Yoga ist ein großer Trend und so weiter, dass die Leute vielleicht tendenziell im Verhältnis zu früher weniger Medikamente konsumieren müssen oder sollen.
Und da die Pharmaindustrie dieses Businessmodell flöten geht, deutsch gesagt, brauchen sie ein neues Businessmodell. Und was ist das neue Businessmodell? Da, Impfungen. Genau, ich kenne das, du beziehst wahrscheinlich das Interview mit Dr. Shiva von Russia Today, das fehlende, wie heißt es, dieser Kanal ist sehr gut und deine Top-Journalistin, ich weiß halt gerade den Namen nicht mehr, das fehlende Ich fand das irgendwas. Interview super. Genau, und Dr. Shiva kenne ich schon länger und das ist eine ganz, ganz interessante Persönlichkeit, der hätte E-Mail erfunden, oh, bestimmt weiß ich nicht. Was ich aber weiß, er hat einmal ein Interview gegeben an Scott Adams, der ehrlich bemüht war zu verstehen, was es mit dieser Klimakrise auf sich hat. Und diese 60, 70 Minuten Interview mit diesem Systemforscher, der ja Dr. Shiva ist, er heißt anders, aber er nennt sich selber Dr. Shiva, der Einfachheit halber, der mit seinem Vornamen Shiva. Und dieses Interview war bahnbrechend für mich. Also seitdem bin ich auch beim Thema Klima. Ich habe keine gefasste Meinung. Ich sage einfach, jeder, der eine gefasste Meinung hat bei Klima, der kann nur glauben, weil die Klimadebatte ist zu kompliziert, um sie als normaler Mensch ohne einschlägiges Studium zu begreifen Eine und sogar, Zwischenfrage, Daniel. ja. Was sagst du dazu, dass die CO2-Werte aktuell immer noch am Steigen sind? Ja, eben, weißt du, ich kann das absolut nicht beurteilen mit diesen Verzögerungen, mit diesen Effekten. Zum Beispiel hat Dr. Lindzen, Richard Lindzen, ein extrem angesehener Klimaforscher, der aber gegen diese Klimapanik ist, der hat gesagt, es sei nicht mal wirklich möglich, die Durchschnittstemperatur der Erde zu berechnen, weil so viel Temperatur in Wasser gespeichert wird. Man müsste an so vielen verschiedenen Orten diese Messinstrumente anbringen, dass man eigentlich gar nicht genau weiß, wie hoch die Durchschnittstemperatur überhaupt ist. Also es könnte sein, dass das Wärme von der Luft im Wasser gespeichert ist und man hat das Gefühl, dass die Luft sei kälter geworden und umgekehrt. Auch da hat Dr. Linzen tolle Interviews mit ihm. Das öffnet einfach den eigenen Geist. Und man merkt am Schluss, ich bin ein Kind der Wissenschaft, aber es ist ein Riesenunterschied, ob man selber Wissenschaft betreibt und seine eigenen Schlüsse zieht oder ob man einfach Wissenschaftlern glaubt. Und Ja, klar, absolut. für mich ist nicht hinreichend zu sagen, 97% der Klimaforscher sind dieser Ansicht. Weil wir sehen jetzt bei Corona dasselbe wieder. Da kann man auch sagen, 90% der öffentlich auftretenden Forscher sind einer Meinung. Da muss man aber sagen, all diese Klimaforscher beziehen das Geld von den Regierungen. Und ich möchte gerne wissen, was passieren würde, wenn ein renommierter ETH-Professor sagen würde, das Klima ist Hoax. Wie viel Forschungsgelder er noch bekäme, wie viele Aufträge vom Staat er noch bekäme, solche Forschungen anzustellen. Ich sage nicht, dass es so wäre. Ich sage nur, Guter Punkt. man darf das Menschliche, Allzumenschliche nicht unterbewerten. Es geht am Schluss auch in der hehren Forschung nicht einfach nur darum, dass Leute nach der Wahrheit streben. Es geht wie überall, wie in der Rüstungsindustrie, wie überall. Es geht darum, Geld zu mehren, Reputation zu vergrößern und so weiter. Dieser allzumenschliche Faktor, den darf man nicht herausrechnen. Und das kann man dann auch oft genügt dieses Argument und braucht keine sogenannte Verschwörungstheorie hinzuzuziehen, Nein, um die. das kann man abkürzen. Geld regiert die Welt. Genau. Und eben, ja, man kann es als allzumenschlich begründen. Man muss nicht auf große Verschwörungstheorien zurückgreifen. Ich sage Verschwörungstheorien, weil ich den Begriff nicht mag, um die Welt zu erklären. Ja, also ich muss aber so sagen, wenn wir das ein bisschen philosophisch betrachten, wenn wir das natürlich schaffen würden, Angst und Gier sind die Treiber in der Welt momentan. Und wenn wir das nicht schaffen, das irgendwie umzupolen, ich habe jetzt keine Lösung. Dann wird es wahrscheinlich sehr schwierig werden, dass wir etwas ändern können. Und wenn der Mensch grundsätzlich Angst hat, dass er etwas zu wenig bekommt oder dass er nicht überleben kann, schlussendlich geht es immer noch ums Überleben. Für uns jetzt in der Schweiz natürlich nicht, aber es gibt viele Länder, die haben wirklich nichts zu essen. Das ist die letzte Angst, die er hat. Wenn wir das schaffen, das irgendwie zu ändern, und dann hätten wir vielleicht aus freiem Willen auch anderen Menschen sehr gerne helfen. Und das glaube ich. Das würde ich mir wünschen. Das ist vielleicht ein bisschen utopisch oder träumerisch oder weiß ich nicht was, aber ich glaube immer noch, im tiefsten Herzen hat der Mensch das Bedürfnis, etwas Gutes zu tun. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da absolut abhebe oder was ist da deine Meinung? Also, es ehrt dich, dass du so denkst. Und ich finde es ganz wichtig, dass man so denkt. Ich bin selber auch hoffnungsvoll. Ich gehöre nicht zu den Leuten, also, wenn man doch schaut, wie Leute früher gelebt haben. Ich sage mal, in der Schweiz, ein Sozialhilfeempfänger lebt besser als jeder König im 15. Jahrhundert. Nicht, er kann herumfliegen, er
musste ich dann an einer Geschlechtskrankheit sterben. Es gibt so viele Dinge, die ein König oder Kaiser vor ein paar hundert Jahren zu erleiden hatte, währenddem heute eigentlich der größte Unterschied eines Sozialhilfeempfängers zu einem Mittelklassebürger in der Schweiz der ist, dass er ein Auto fährt, das vor 30 Jahren ein Top-Wagen gewesen wäre und heute ist es einfach eine kleine Kutsche, oder? Mhm. Und da denke ich, also der Optimismus ist also berechtigt. Der Welt geht es immer besser, oder? Wir haben weniger Leute, die an Hunger sterben. Es wird alles, unsere Kaufkraft wächst. Wir haben früher habe ich 2000 Franken ausgegeben, um Filme zu mieten. Heute habe ich mein paar Streams für 200, 300 Franken, dann muss das Haus nicht mehr verlassen. Der Welt geht es bombastisch gut. Und dieser Optimismus, den du hast und den Glauben an die Menschheit, den finde ich absolut berechtigt. Im Moment jetzt beim YouTube-Aktivismus, ich mache das vor allem ja von zu Hause aus, nur morgen gehe ich nach Bern spazieren um 14 Uhr auf den Bundesplatz, aber das mache ich normalerweise nicht. Dieser Optimismus, den du hast, der ist berechtigt, aber im Moment konzentriere ich mich eben auf den Aktivismus, dass der Shutdown endet. Alle meine Energie fließt darin, dass der Shutdown endet und nicht wiederkommt. Also ich finde das sehr gut, also vor allem der letzte Satz, dass er nicht wiederkommt, dass der Shutdown endet, das gebe ich auch die Energie da rein. Aber ich glaube, was gleich wichtig ist, dass wir da beachten, dass es untersucht wird, dass die, wenn Fehler passiert werden, dass man die korrigiert. Und wenn es auch Leute gibt, die vielleicht Fehler gemacht haben, dass die dann auch irgendwo zur Rechenschaft gezogen werden. Ich sage jetzt mal Medien und so weiter, dass man das mal untersucht, dass da hoffentlich Änderungen kommen, weil sonst kommt es nicht gut. Und da bin ich eben ein bisschen pessimistisch. Ich habe das schon mal versucht zu erklären. Es gibt diesen sogenannten Gell-Mann-Effekt. Das kann man auf Wikipedia nachschlagen. Gell-Mann. Ich weiß nicht, eine prominente Figur, ein Regisseur oder Autor hat das mal formuliert. Das Faszinierende ist, dass man, wenn man etwas liest in der Zeitung, wo man selber sich richtig auskennt, zum Beispiel du über Cryptocurrency, dann liest du im Spiegel einen Artikel und dann wirst du feststellen, Blödsinn, 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 Blödsinn. Oder weil du einfach so tief in der Materie bist, dass du merkst, diese Zusammenfassungen sind unzureichend, es ist unscharf formuliert und so weiter. Wie wenn wir im Spiegel einen Artikel über die Schweiz lesen zum Beispiel. Das faszinierende Element ist neben das, man blättert die Seite um und findet ein Thema, über das man sich überhaupt nicht auskennt, zum Beispiel über Glyphosat oder über Syrien oder über Putin, was immer. Und dann denkt man, faszinierend, was da alles abgeht. Oder? Und plötzlich ist man wieder völlig kritikfrei in Gebieten, wo man sich nicht so auskennt. Da glaubt man wieder jedes Wort. Und diesen Effekt sollte man als mündiger Bürger, als mündiger Leser kennen, damit man eben achtsam ist, wenn man in Zukunft wieder andere Informationen konsumiert. Ja, ich bin natürlich bei dir mit den ganzen Informationsbeschaffungen. Da gibt es natürlich heute, ich sage, Digitalisierung hat ja nicht nur was Schlechtes. Abgesehen davon, ob jetzt 5G schädlich ist oder nicht, das muss ich noch beweisen, da bin ich auch skeptisch. Aber lassen wir das mal außen vor. Wir haben die Möglichkeit, dass wir heute vernetzt sind. Und da gäbe es auch Möglichkeiten, auch auf, ich sage jetzt, komme jetzt zurück auf die Blockchain, wo zensurresistent ist und wo man auch nicht fälschen kann, dass man eine Art Reputation-Journalismus betreiben kann, dass man per App abstimmen kann, der Journalist sowieso, gebe ich so viel Vertrauen durch seine Berichterstattung, weil ich daneben war, ich habe das gesehen und da könnte man das hochvoten und das wäre jetzt ein möglicher Ansatz, vielleicht das mal zu zeigen, dass man sagen kann, okay, diese 100 Journalisten auf der Welt haben die besten Reputation, haben das meiste Vertrauen und wenn die was schreiben, dann gehen wir davon aus, dass wir da daran glauben, dass sie schreiben, zum Beispiel. Genau, bei den Analysten macht man das bereits, es gibt diese Rankings, weil da gibt es ja diese Doomsayer, die einfach nur einen Börsenkurs abstürzen sehen, weil sie auf Short-Selling machen und es gibt auch diese Plattformen, die eigentlich sagen, in der Vergangenheit, wie gut waren seine Prognosen und das ist ein sehr wertvolles Instrument. Ich bin aber nicht sicher, wie wirkkräftig es wäre, weil ich mir vorstellen könnte, dass wenn halt viele Leute den Massenmedien einfach glauben, dann werden sie weiterhin von ihren Stammjournalisten begeistert sein, unabhängig davon, ob diese eine gute oder schlechte Arbeit machen, weil sie es gar nicht hinterfragen und gar nicht hinterfragen können, weil sie eben nicht mehrere Quellen studiert haben, weil sie einfach ihrem Organ, den Tagesanzeiger oder der NZZ oder wem auch immer, einfach ja, aber das ist das Problem, das wird wie abgeschottet, so wie du vorher gesagt hast. Die kritischen Stimmen kommen aktuell nicht ein einziges Mal zur Sprache in irgendwelchen Foren, Interviews, was auch immer. Wodark, wo ich super finde, Bhakti, finde ich ein sensationeller Typ, sehr ruhig, sehr sachlich.
Das siehst du nirgends mal in der Tagesschau oder ZDF, ARD. Er hat mal ein Angebot bekommen im Mittagsmagazin, habe ich gehört, für 5 Minuten. Das hat er dankend abgelehnt, weil in 5 Minuten kann man dieses Thema nicht erfassen. Und da siehst du, wie das Ganze funktioniert. Wobei Püschel ein 5-minütiges Interview geführt hat, gerade kürzlich beim NDR, und das war sehr gut. Also von Ja, daher, klar. Aber ich finde verstehst es. du, wenn du jetzt Bhakti kennst, er redet sehr langsam, er geht auf die Leute ein und ich Ja. finde das gut, aber da kannst du in 5 Minuten nichts sagen. Und du Vor allem merkst. könnte es Daniele Gansers Szenario geben, dass er einfach zur Schnecke gemacht wird mit einem Richtig. Richtig. vorbereiteten Vortrag und nachher einfach auf seine Person geschossen wird. Dann Absolut. hat er schon recht, dass er es abgelehnt hat. Also, Das ist ein ja. guter Hinweis. Der Büschel wurde interviewt, glaube ich, beim ARD oder ZDF, bin ich mir ganz sicher. Und der Moderator, der hat ganz, ganz heftige Fragen gestellt und versucht, ihn in eine Ecke zu drängen, hat dann gut reagiert, aber man hat gemerkt, er war eingeschüchtert. Und das ist natürlich, ja, du weißt, wie man das machen kann, die richtigen Fragen stellen, dass als wenn du einen Interviewpartner in die entsprechende Ecke drängen möchtest, ist recht einfach. Ja, das Gemeine ist ja dann auch, dann suchen diese Leute andere Plattformen. Da gibt Wodarg kein FM ein Interview und dann schreiben sie, ja, habe auf einer antisemitischen Plattform ein Interview gegeben. Obwohl, das muss ich jetzt ganz deutlich sagen, kein FM ist das Gegenteil von antisemitisch. Das ist ein wirklicher Menschenfreund, politisch nicht auf meiner Linie, aber er ist ein echter Journalist. Natürlich ein Meinungsstarker, aber steht zu seiner Meinung. Nicht, er tut nicht so, als wäre das die absolute Wahrheit, wie das der Spiegel tut. Man merkt, es ist Meinungsjournalismus, aber es ist integer. Und Ken FM, das weiß ich noch, ich bin eben nachgegangen, was an dem soll antisemitisch sein. Ich habe da nachgegraben und da hat er einmal eine Aussage gemacht, die absolut nicht antisemitisch war, aber die man relativ angenehm aus dem Zusammenhang reißen konnte und ihm nachher etwas unterstellen konnte. Und das geht jetzt also so weit, dass all diese Leute, die kritisiert werden, wenn man auf Wikipedia geht und es steht etwas drin über Antisemitismus, dann bin ich immer besonders interessiert, was es für ein Mensch ist und ob das wirklich stimmt, weil in den allermeisten Fällen stimmt es nicht, weil heute sind ja nur noch wirkliche Arschlöcher Antisemiten. Also gibt ja keinen rationalen Grund, einen Menschen zu verurteilen, weil er Eigenschaften mitbringt, für die er absolut nichts kann. Oder? Dann Also. jetzt musst du vorsichtig sein, jetzt hast du dir dasselbe Widerspruch gegeben, mit Habe ich diesem, das? ja, in dem das sind nur Arschlöcher und wo andere Leute verurteilen. Naja. Bigots, oder Heuchler. Also, Nein, ich weiß, weil, was du ich sag mal meinst, so, aber ich sag's mal so: jeder Mensch, der den anderen das Gefühl hat, er ist besser oder schlechter, das ist für mich ein Touch von Größenwahn, weil kein Mensch ist besser oder nein. schlechter. Also, ich finde schon, das ist jetzt eine heikle Debatte, aber ich finde schon, dass es Kulturen gibt, die wertvoller sind als andere. Oder wenn Wieso? eine kannibalistische Kultur halte ich jetzt für weniger wertvoll als eine Daniel, ich vegetarische bin Kultur. voll bei dir, aber das ist dein Weltbild, vergiss das nicht. Wenn Ja. du jetzt beispielsweise so aufgewachsen bist und du kennst nichts anderes, dann ist das aus deiner Sicht richtig. Ja, aber eben eine Gesellschaft, die Freude mehrt und Leiden mindert, zum Beispiel eine nicht religiöse Gesellschaft, macht mehr Fortschritte wissenschaftlich, wirtschaftlich und so weiter als eine religiöse. Sobald die Religion aus dem Spiel genommen wird bei Nationalstaaten, bekommen sie einen Aufwind, oder? Und darum finde ich einfach, dass Länder, die aufgeklärt sind, objektiv. Nicht einfach, weil ich ein Weltbild habe, das irgendwie gefärbt ist, objektiv wertvoller ist als ein anderes, wo Leute einfach nicht sich selber entwickeln können und nicht so ein schönes Leben führen können, wie sie es in einem anderen Staat könnten. Ich weiß, Also. ich finde das auch gut, diese Diskussionen. Aber ich persönlich sage einfach, in dem Moment, wo ich mit einem Finger drauf zeige, ich habe vielleicht mit dem noch nie geredet, ich weiß seine Ja. Beweggründe nicht. Ich bringe zum Beispiel oftmals das Beispiel gerne, wenn du siehst, ein Vater schlägt sein Kind. Der erste Gedanke, es ist ein Arsch. Das macht man einfach nicht. Okay, jetzt gehe ich zu dem hin, komm in ein Gespräch und dann sagt er mir, ich erfahre. Er hat seinen Job gerade verloren. Er war beim Arzt. Er hat noch 3 Monate zu leben. Sein Kind hat 3 Monate Kolika, er schreit jeden Abend. Seine Frau hat ihn verlassen und er hat kein Geld mehr. Dann Nicht sage einen ich: Punkt, ja. Moment, Moment schnell. Dann sage ich immer noch: Das ist immer noch nicht gut, was er macht, aber ich könnte ihn besser verstehen. Einverstanden? Ich bin sehr einverstanden. Ich würde sogar so weit gehen, dass man wahrscheinlich jeden Kinderschänder irgendwie verstehen könnte, wenn man tief genug in seine Psyche eintauchen will. Die Frage ist einfach erstens, weil der könnte auch sagen, ich bin als Kind schon missbraucht worden und so weiter und er hätte eine tragische Story zu erzählen. Und bei mir hört es irgendwo dann einfach auf, irgendwo interessiert es mich dann einfach nicht mehr, was der Grund war für seine Scheußlichkeiten. Wieso, Aber Daniel? Wieso interessiert es nicht mehr? Genau da ist der Punkt, wo doch der ich Konflikt gebe dir recht. anfängt im Leben.
Weil dann verurteilen wir, dann schieben wir diese Menschen in eine Ecke und das ist nur noch Abschaum. Und ich weiß nicht, ob das die Lösung ist. Nein, also es ist jetzt heikel, das alles online so ungeschminkt zu sagen, da müssen wir das auch ein bisschen vertiefen. Aber ich finde es zum Beispiel auch immer sehr einfach, zum Beispiel einen Pädophilen zu verurteilen, weil nur weil er pädophil ist, das ist eine Neigung wie schwul sein oder wie heterosexuell sein, dafür kann er nichts. Was er dafür kann, ist, was er mit seiner Neigung macht. Dafür ist er einfach verantwortlich. Und wenn er dann eben Kinder missbraucht, dann ist er ein Päderast und das ist natürlich im höchsten Grade verurteilenswürdig. Absolut. Aber solche Diskussionen zu führen, geht fast nicht, weil nachher geht ihr ein Clip aus diesem Gespräch zum Beispiel in die Welt hinaus und da heißt es, ich würde irgendwelche Leute Nein, verteidigen, die nein, ich nein, absolut nein. verabscheuungswürdig finde. Nein, Aber noch. ich verabscheue das auch, Daniel. Es geht mir nicht um das, dass das, aber wir müssen vielleicht so sehen, wenn man es schafft, und das ist hohe Kunst, und da bin ich momentan dran. Ich recherchiere viel, ich sehe viele Sachen, die wollen die Leute nicht sehen. Und ich versuche, Abstand zu gewinnen, immer noch sachlich das zu betrachten, kritisch zu sein. Wenn ich aber voll mit den Emotionen reingehe, dann bin ich nicht mehr sachlich, ich bin nicht mehr kritisch und ich kann es nicht mehr gut recherchieren. Und da ist es meine Aufgabe, Abstand zu gewinnen. Und das ist, also es gibt Sachen, da schlucke ich x-mal, aber er muss auch sagen, wenn wir jetzt das einfach nur noch eine Schublade. Ich weiß nicht, ob das die Lösung ist und bitte wohlverstanden, es gibt Sachen, die finde ich überhaupt nicht gut, aber für das gibt es Gesetze und die Gesetze sollen eingehalten werden und wenn nicht, dann halt gibt es Konsequenzen. Aber ich möchte doch nochmals mich kurz verteidigen vorher, wie du heute gesagt hast, das sei mein Weltbild, oder? Nein, Ich habe ich denke, nicht es ist. gesagt. Nein, nein, nicht Nein, das nein, ich meine, gleiche. ich will sagen, dass mit dem Arschloch, oder wenn ich sage, dass ein Antisemit ein Arschloch ist. Ich finde, es ist objektiv richtig, dass eine Person keinen wertvollen Beitrag zu unserer Gesellschaft beitragen kann, wenn er Leute ausgrenzt für Eigenschaften, in die sie einfach hineingeboren wurden, weil jemand schwul ist, weil er schwarz ist, weil er jüdisch ist, weil er nicht jüdisch ist, was auch immer, weil er weiß ist, weil er gelb oder grün ist. Das finde ich objektiv einfach Kriterien, die ich sagen kann, das sind einfach Arschloch-Menschen, wenn man mit dieser Meinung in eine Diskussion tritt, hat man nichts Konstruktives dazu beizutragen, die Welt zu einem schöneren Ort machen. Aber Okay. jetzt sind wir halt recht zum Thema abgekommen. Ich fühle mich jetzt gar nicht mehr so wohl, weil ich will ja nicht allen Leuten die Welt erklären, ich will Nein, eigentlich alles darauf aufmerksam gut. machen, dass Es ist Corona. ja nur, es ist ja, wir sind ein bisschen abgeschweift, aber ich denke, es darf auch sein, dass man ein bisschen philosophiert. Es gibt auch da Stimmungen, diese Krypto hat Diskussion zerstört. Wenn das so wäre, tut es mir leid, das war nicht meine Absicht. Ich finde nicht, dass es zerstört ist. Vielleicht noch abschließend, die Zeit geht extrem schnell. Ich kann vielleicht noch ein schnell zeigen. Wegen Profil, also ich poste ja im Facebook viel. Ich bin kein Facebook-Fan, aber es ist eine Möglichkeit, noch irgendetwas zu veröffentlichen. Wenn jemand da folgen möchte, ich versuche das da so gut als möglich zu recherchieren, das, was interessant ist, zu posten. Übrigens Wikipedia, einfach noch als Hinweis, wenn das jemand interessiert, habe ich ein interessantes Video gefunden. Da ist vieles auch sehr, sehr strange, was da läuft. Das kannst du gerne anschauen. Da sind gewisse Einträge, die definitiv manipuliert sind. Das wird da auch aufgezeigt. Also da bin ich auch sehr vorsichtig. Das wollte ich, wenn jemand folgen möchte, dann habe ich die wichtige Seite, die ihr noch nicht kennt, Swiss Propaganda Research, finde ich super. Ich finde, die sind sehr sachlich, die tragen alle Facts zusammen. Ihr könnt das gerne auch anschauen. Wenn jemand das gerne weiterleiten möchte an Leute, die Angst und noch Panik haben, ich finde, wenn das jemand mal 10 Minuten oder eine Viertelstunde investiert, das zu lesen, relativiert das die Massenmedien. Ich glaube, das kannst du so bestätigen, oder Daniel? Ja, kann ich ja. Und was habe ich noch? Dann natürlich auch das Profil von dir, Daniel. Wenn jemand folgen möchte, sehr gerne. Werde ich sicher finden. Dann hier, das ist einfach meine Seite. Da hat jemand gesagt, früher war der Content über Krypto. Ja, ich weiß, dass es früher Krypto ist. Das wird auch wieder kommen. Aber momentan ist es mir einfach wichtig, die Leute entsprechend aufzuklären, weil es gibt immer noch die Mehrheit der Menschen, so empfinde ich es leider, vor allem in der Schweiz, die sind immer noch in der Angst. In der absoluten Panik und in der Angst. Und das finde ich nicht gut. Und das ist halt etwas, was ich nicht so gut finde. Auch das ehrt dich, dass du deinen Hauptkanal dazu eigentlich verwendest, im Wissen, dass du wahrscheinlich auch Leute verlierst, weil sie eigentlich wegen Krypto kommen, nicht wegen Corona. Und das ist eben es gibt einen Begriff, ich glaube, das war Enzensberger, der den Begriff Gratismut erfunden hat, weil es ist ganz einfach, gratismutig zu sein. Im Moment ist es ganz, ganz gratismutig, gegen Leute wie uns zu bashen,
weil sie im Mainstream sind. Also es ist ganz einfach, uns zu denunzieren und so weiter. Was wir machen, du und ich, das beanspruche ich für uns beide. Wir zeigen das Gegenteil von Gratismut, das ist Zivilcourage. Ja. Ich habe schon Aufträge verloren wegen meinem Aktivismus, du vielleicht auch, oder also eben weniger Neuabonnenten, die du jetzt eigentlich in dieser Zeit hättest gewinnen können. Mut ist nur dann etwas wert, wenn es auch etwas kosten kann. Gratismut ist wertlos. Ja. Das ist nur Tugend ausstrahlen und den Menschen zu zeigen, was für ein guter Mensch ich bin, das ist gratis oder das ist nichts wert. Und darum finde ich diese Zivilcourage, du zeigst auch, dich so zu exponieren, quasi dich im Internet zu verewigen, das, dem gebührt Respekt. Und ich weiß natürlich, dass das ein implizites Kompliment an mich selber ist, aber ich denke, dieses kleine Lob, das darf ich mir selber zukommen lassen. Ja, es hat geklingelt bei dir, aber ich glaube, es ist alles gut. Danke für den Hinweis. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann werden die gerne noch stellen. Sonst, wir sind schon fast Stunde 15 am Reden. Wow. Es ist extrem schnell, wie die Zeit vergeht. Wir haben das auch diskutiert, medizinisch, glaube ich, sind wir uns einig, dass es einfach rein von den Fakten, von den Studien und von dem, was wir momentan alle sehen und nachlesen können, es keine weltweite extrem gefährliche Pandemie ist. Aber okay. Der Bundesrat heute immer noch reagiert, als es eine solche wäre. Genau, ich finde, der Kernpunkt ist, wenn man immer wieder verunsichert wird, auf welche Seite soll man kippen, man soll einfach nie vergessen, die durchschnittlichen Leute, die sterben, haben das durchschnittliche Lebensalter erreicht, statistisch gesehen sogar ein bisschen übertroffen. Also es sterben Leute, das ist nicht schön, aber ein Fakt, die sowieso sehr, sehr bald gestorben wären. Und darum, wenn man diesen Fakt und die Tatsache, dass wir nach 5 Monaten noch darüber diskutieren, ob diese sogenannte Zombie-Apokalypse oder Jahrhundertseuche überhaupt für eine Übersterblichkeit verantwortlich ist, das sagt eigentlich schon alles. Das sagt sehr viel. Wir sind immer noch 38 Leute live. Anscheinend ist es doch ein bisschen interessant gewesen. Das freut mich natürlich sehr. Politisch-wirtschaftlich wünsche ich mir sehr, dass da ein Bundesrat, wie Ueli Maurer hat ansatzweise mal seinen Unmut ein bisschen kundgetan. Ich hoffe, dass vielleicht andere folgen, dass sie einfach mal merken, dass wir da vielleicht, also wohlverstanden, der Virus ist definitiv da. Das ist alles klar, alles gut. Aber ich finde einfach die Maßnahmen total übertrieben, vor allem im jetzigen Zeit, wo wir jetzt sind. Das muss sofort aufhören, das ist meine Meinung, und aufhören mit der Angstmacherei. Genau, ich finde auch, unverzeihlich war nicht der Shutdown, das kann ich menschlich verstehen. Unverzeihlich ist, dass jetzt, wo einfach klar ist, diese Grippewelle, diese Pseudo-Grippewelle, sie ist vorbei. Und der Bundesrat opfert jeden Tag 1 bis 2 Milliarden, das sind nämlich mehr als die 500 Milliarden, Millionen, die Sie sagen, einfach nur, um einen geordneten Rückzug antreten zu können und eben einfach an ihrer Behauptung festzuhalten, dass es alles nötig gewesen wäre. Ja. Und ich habe gesagt, Bundesrat ins Gefängnis, ich weiß, es wird nicht passieren. Ehrlich gesagt will ich das gar nicht. Ich möchte, dass diese Leute mit gebücktem Haupt durch die Straßen gehen müssen, bis sich entschuldigt haben. Ich möchte auch nicht, dass ihr Lebenswerk und so für immer ruiniert ist. Nach meiner Meinung ist es das schon. Also politisch gesehen sind diese 7 Zipfelkappen am Ende. Aber ich möchte nicht, dass sie für ewig bestraft werden. Aber ich möchte, dass sie den Groll von der Bevölkerung auf friedliche Weise deutlich zu spüren bekommen. Wir sollen dann aber auch vergeben, wenn sie zum Schluss gekommen sind, dass sie einen Fehler gemacht und in Panik reagiert hätten. Aber eben, wir sind ganz weit davon entfernt, in einer Welt zu leben, wo Politiker dafür bekannt sind, dass sie sich für Fehler entschuldigen. Absolut, leider. Es gibt ja noch eine Anfrage wegen Bitcoin. Bitcoin, meine Meinung, also meine persönliche Meinung ist so, Bitcoin ist sehr interessant, ist sehr volatil, das habe ich immer gesagt, das ist ein Risikoasset, ist definitiv so. Wir hatten schon 20.000, gingen wieder zurück auf 3.000. Im Moment sehe ich, dass wir eher in einer Deflation sind. Cash is king, aber nach einer Deflation, historisch gesehen, kam immer eine Inflation, wenn nicht sogar eine Hyperinflation. Und dann ist halt die Frage, wo die Investoren sich dann begeben. Es könnte gut möglich sein, dass dann Werte wichtig sind, die limitiert sind. Das wird Gold, Silber, Edelmetalle, Diamanten. Aber möglicherweise, das spekuliert man auch, Bitcoin könnte das der Fall sein, weil das ja auch limitiert ist. Und einige Leute behaupten, das ist digitales Gold 2.0. Aber das ist für ein Wertspeicher zu sein, ist Bitcoin momentan noch zu volatil. Das kann sich eventuell mal einpendeln. Aber das ist jetzt momentan auch natürlich Glaskugel 2.0. Das weiß niemand. Und man weiß ja auch nicht, wer das erfunden hat. Da gibt es auch viele Theorien.
Da sind sogenannte Whales unterwegs, die haben ein paar Zehntausende Bitcoins und wenn sie lustig sind, können sie den Preis drücken oder auch hochschrauben. Aber wir wissen ja, jeder kleine Markt und Bitcoin ist ein kleiner Markt gegenüber dem Rest der Welt, ist manipulierbar. Das ist nicht nur bei Bitcoin so, sondern auch generell. Wer sich da informieren möchte, einfach auf die Homepage gehen, kryptowelt.ca. Ich habe auf meinem Kanal circa 400 Videos gemacht. Es gab ein Jahr lang, da war ich jeden Tag mittags live. Aber das war dann irgendwann mal auch einfach zu aufwendig. Das vielleicht einfach so als Feedback vom Bitcoin. Da kommt noch eine Frage. Die Frage ist, was ist heutzutage noch eine Verschwörungstheorie? Nahezu alles Verschwörungstatsachen, Scheiß CIO, Totschlagbegriff. Ja, das ist auch interessant, vielleicht noch abschließend. Diese Verschwörungstheoretiker wurden ja früher immer ziemlich schlecht gemacht. Und zum Beispiel Daniele Ganser hat das ja schon Jahren schon versucht aufzudecken. Der ist ja, ich finde, ein sehr guter, wie das recherchiert. Er sagt aber selber auch, das kommt meistens immer Jahre später, kann man das aufdecken und auch beweisen, wirklich auch beweisen, dass es so war. Und er ist ja auch wird auch als Verschwörungstheoretiker tituliert. Und dann muss ich sagen, wenn er ein Verschwörungstheoretiker ist, dann bin ich auch einer. Also muss ich sagen. Ja, das Wort Verschwörungstheoretiker ist bösartig und denkfaul. Mindestens eines der beiden Dinge ist es. Es ist ganz einfach, jemanden wie mich jetzt als Verschwörungstheoretiker hinzustellen, obwohl ich nie etwas anderes gesagt habe, als Corona sei eine Verschwörung von Dummheit und Feigheit. Und das ist ein schönes Beispiel dafür. Und manchmal ist es auch bösartig, man muss sagen, der Begriff ist natürlich genial. Oder das muss man dem CIA lassen, der den Begriff erfunden hat. Das hat eine unglaubliche Strahlkraft. Und ich muss aber auch sagen, ich bekomme schon auch Zuschriften, wo, also es ist wirklich ein sehr fließender Übergang von rationalem Denken zu absoluten Hirngespinsten. Ich möchte da jetzt nicht dann anfangen, auf einzelne Thesen einzutreten, aber das hat schon auch ein großes Spektrum von mehr Absolut. oder weniger vernünftigen Ansichten über das, was hinter der Bühne passiert. Aber jetzt einfach rein theoretisch. Nehmen wir mal die These an, die Massenmedien werden manipuliert. Das ist mal eine These. Dann ist es ja offensichtlich, dass die versuchen, alles, was nicht ihren sogenannten Tatsachen entspricht, ist eine Verschwörungstheorie. Das ist ja dann klar, oder? Ja, man weiß eben nicht, es gibt diesen berühmten Satz von Noam Chomsky, er sei mal gefragt worden von einem Journalisten, der ganz empört war, glauben Sie wirklich, dass ich nicht sagen kann, was ich will? Glauben Sie wirklich, dass ich gesteuert werde und nicht sagen kann, was ich will? Und hat Noam Chomsky ihm geantwortet, doch, ich glaube schon, dass Sie sagen können, was Sie wollen. Ich glaube nur dann nicht, dass Sie auf diesem Stuhl sitzen würden, wenn Sie nicht genau das sagen, was Sie sagen wollen. Okay. Also die Leute werden quasi schon selektiert in diesem Bias, dass sie in diese Bubble hineinpassen. Ja, ich kann es ja abschließend nur, indem Sie recherchieren, mit zum Beispiel Stichwort Bilderberg-Konferenz oder auch diese, wie heißt diese Brücke? Habe ich gerade den Begriff nicht mehr. Genau, Transatlantikbrücke. Transatlantikbrücke. Da gibt es ein schönes Diagramm, wo man im Internet recherchieren kann, wie die ganzen Medien zusammenhängend sind. Das finde ich halt schon sehr, sehr spannend, wenn man diese Verbindungen sieht. Da kann sich jeder selber einen Reim draus machen. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass fast jede Verschwörungstheorie möglicherweise irgendwo ein bisschen Funken Wahrheit sein könnte. Und ich hoffe sehr, dass, und das ist, glaube ich, momentan auch die Zeit des Wandels, dass immer mehr ans Licht kommt. Was momentan explodiert es ja von Meldungen, wobei natürlich auch da viele Fake News sind, das wissen wir. Aber ich denke, ich weiß nicht, wie du das wahrnimmst, momentan gibt es sehr viele Sachen, die kommen ans Licht in einer Geschwindigkeit, die wir so vielleicht noch nicht gekannt haben. Also der Zauber an Verschwörungstheorien, an tatsächlichen Verschwörungstheorien ist halt der, dass sie wirklich nur einen Funken Wahrheit brauchen, um nachher abzudriften. Ich bin nicht sicher, dass so viel hervorkommt. Ich durchschaue einfach, dass die Massenmedien Trash sind. Mit Ausnahme NZZ jetzt in Corona-Situationen zu einem gewissen Zeitpunkt ein bisschen umgeschwenkt sind und wo es eine ehrliche Debatte gab, wo man einen Vernetzer interviewt hat und so weiter. Ich sehe darüber hinaus nicht, dass sehr viel ans Licht kommt im Moment. Aber ich muss auch sagen, ich bin so vertieft in diese Corona, in diesen Shutdown zu beenden, in diesen Aktivismus, dass ich gar nicht Zeit hatte, mich damit Okay, zu beschäftigen. okay. Ja, alles gut. Ich denke, in dem Sinne würden wir es sein lassen, weil wir könnten mal noch stundenlang diskutieren. Es macht sehr viel Spaß mit dir. Wir können das sonst wieder mal wiederholen. Ich mache gerne eine Einladung auf meinem Kanal, dann Ja.
können wir nach einer gewissen Zeit, wenn neue Dinge passiert sind, ja nochmals Absolut. zusammensitzen. Es gab im Chat auch den Hinweis, das finden Sie gut, so ein Austausch. Ich finde, wir müssen auch nicht immer gleicher Meinung sein, weil das ist ja genau das. Ich sage Genau. immer, Austausch finde ich wichtig. Man soll den anderen Menschen auch nicht überzeugen, sondern es geht um einen Austausch. Jeder soll das nehmen, was für ihn stimmig ist. Und ich möchte hier niemand überzeugen. Und ich sage nochmals, glaubt mir nichts, was ich sage, sondern recherchiert selber und kommt in die Eigenverantwortung. Das ist so mein Schlusswort. Was ist deines? Das mache ich ein Ditto und unterschreibe es. Hey, vielen Dank, Daniel. Es hat wirklich Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Und in dem Sinne, bis bald und wir sehen und hören uns. Ciao, Dankeschön. ciao. Tschüss.